Hallihallo, ich grüße euch recht herzlich zu euren magischen Spiegel. Ja, ich lasse mal immer etwas Lustiges für euch einfallen, beziehungsweise etwas, was vielleicht andere nicht machen, aber das ist bin ich, ne? Ich liebe alles, was andere nicht haben. Vielleicht geht es dir gleich wie mir. Ich weiß nicht, ich stehe wirklich auf die Dinge, die so keiner, das was nicht alltäglich ist, ne? So. Das ist das, was ich liebe und somit bekomme ich immer Impulse in der Nacht, beim Schlafen, beim Fortgehen oder jemand sagt mir etwas und dann macht's Klick, Boom. Dann weiß ich, ah, das wäre ein toller Titel für ein Video. Ja, das spannend, spannend, spannend. Ja, viele, die es ja noch nicht wissen. Ich bin gerade dabei, bei Kartentext kreieren. Ich habe fast alle Karten jetzt schon fertig designt, bis auf zwei. Dann eine ganz, ganz von meiner Tochter, die beste Freundin, die hat Englisch studiert und die wird mir auch die Karten auch auf Englisch übersetzen. Es wird sie auch Deutsch und auf Englisch geben. Das Büchlein wird wahrscheinlich noch am längsten dauern. Aber ich werde mir mal die Karten dann ausdrucken. Dann seht ihr sie zumindest mal bei mir und beim Büchlein. Da werde ich mir noch ein bisschen Zeit lassen, bei diesen zu drucken, beziehungsweise beim Schreiben. Da bin ich noch nicht ganz so weit gekommen. Aber mir waren mal die Karten wichtig. Sie sind wunderschön. Ich würde mich schon jetzt freuen, mit denen zu legen. Ja, weil ich am liebsten möchte ich schon rausholen und ja, es euch zeigen, präsentieren, denn die sind echt schön geworden. Ich liebe sie und es gibt ein zweites Kartendeck. Also ich werde zwei Kartendecks kreieren, relativ zeitnah hintereinander. Ich werde da jetzt nicht viel Luft lassen, sozusagen vom ersten bis zum zweiten, weil mir beide Kartendecks sehr wichtig sind. Das eine ist sehr umfangreich und ist mit 68 Karten bestückt, also sehr, sehr viele Karten. Aber man tut sich sehr leicht und es ist sehr, sehr aussagekräftige Karten, wie ich finde. Ja, wie gesagt, das werde ich euch aber alles noch bekannt geben und das ist auch der Grund, warum es im August oder beziehungsweise im Sommer jetzt ein bisschen ruhiger war mit den Videos. Ruhiger ist gut gesagt, ne? Es gab halt sehr, sehr viele außerordentliche Videos, was mir auch sehr gut getan hat. Vielleicht lasse ich es auch so, wer weiß. Ja, wir kommen jetzt aber zurück zum magischen Spiegel. Ja, ich bin schon gespannt, was der magische Spiegel uns sagen wird. Auch der magische Spiegel ist in meinen Kartendecks drinnen, also der Magic Mirror. So, dann schauen wir mal. So, dann schauen wir mal. Was möchte der magische Spiegel euch mitteilen, sagen? Was ist denn die Hauptüberschrift? Ja, ich habe dieses Mal keine Gegenstände gewählt, sondern schaut mal, wo die Augen hingehen. Gehen sie mehr hier? Gehen sie mehr hier? Ja, also verlasst euch einmal auf euer Gefühl. Dann gibt es eh wieder Steine oder irgendetwas, was ich drauflege, damit ihr es ein bisschen leichter habt. Ja, das fängt schon mal sehr gut an. Der Magic. Wenn jetzt der Spiegel auch noch kommt, dann wäre es cool, ne? So, der Magic. Ja, es geht um Magie. Arbeite an deiner Magie, arbeite an dir selbst. Eine harte Zeit ist jetzt beendet oder wird beendet. Also alles, wo du dich extrem angestrengt hast, viel, viel Zeit investiert hast, sehr, sehr viel, ja, wo einfach viel Zeit draufgegangen ist. Wurst in Arbeit, in Liebe, Arbeit mit dir selber. Hier kommt Lockerheit in dein Leben. Ja, das ist jetzt spannend. Yay, wie cool ist das? Was kommt denn da auf uns alles zu? Die Wiederkehr, Neugeburt, Erneuerung, 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 Erneuerung. Oh, das muss ich euch zeigen. Das ist jetzt spannend. Die Auferstehung und den Heilungstempel.
Also es geht auch sehr, sehr stark um Heilung. Es geht um Wiederkehr, Neugeburt, Erneuerung. Also etwas wird erneuert. Also man sieht hier eine Ruine, ne? Hier ist eine Ruine zu sehen. Und in diese Ruine fließt das Licht, ne? Oder man kann auch sagen, du erschaffst dir etwas komplett Neues. Und das, was dir gut getan hat, das, was dir da gut getan hat, nimmst du mit in den neuen Tempel hier. Ne? Wir sehen den Tempel noch nicht, der ist ein bisschen noch versteckt. Hier ist noch nicht alles zu sehen, so wie hier die Mauern. Das ist eher noch eher sehr durchschimmernd, sehr hell auf alle Fälle. Und hier sehen wir einen magischen Engel hier hinten. Ja, das heißt, ihr werdet unterstützt, ihr bekommt Hilfe. Also hier unterstützt euch jemand im Thema Liebe, im Thema Finanzen, im Thema Berufung. Hier ist jemand dabei, euch den Tempel wieder neu aufzubauen. Und was mir sehr, sehr gut gefällt bei diesem neuen Tempel, sind mehr keine extremen Stufen. Ne? So, hier sind noch diese Stufen. Da musst du dir Stufe für Stufe für Stufe alles euch so hart erarbeiten. Ne? Ziegelstein oder Stein auf Stein. Und schleppen und tun und machen. Und jetzt habt ihr den Dreh heraus, dass das Leben auch leicht gehen kann. Auch sehr, sehr interessant. Also hier kommt eine schöne Zeit auf euch zu, wo ihr immer mehr drauf kommt, dass das Leben auch leicht geht. Und diese Erneuerung kommt jetzt. Also hier kommt auch das Spiegelbild. Also das ist für mich auch sehr interessant. Der See spiegelt auch wieder dieser Tempel da drinnen. Auch interessant, ne? Wir hatten ja hier den Tempel. Hier ist wieder der Tempel. Also du kreierst und erschaffst dir deinen eigenen Tempel der Heilung. Und wir sehen wieder einen Engel. Schaut mal das an. Das gibt's doch nicht. Hier ist auch ein Engel mit einem Zauberstab. Und hier ist auch jemand mit einem Zauberstab. Sehr spannend. Also ich kriege gerade sehr, sehr viel Gänsehaut. Also hier kommen sehr, sehr viele lichtvolle Wesen zu euch, helfen euch, unterstützen euch an euren Tun, am Schaffen, am Wirken. Und ja, und jetzt kommt tatsächlich der Spiegel. Ich habe mich ja auf das konzentriert, ne? Auf den magischen Spiegel. Und bei diesen solchen Kartendecks, dass der Spiegel rausfällt, ist schon auch interessant. Andere Leben, frühere Leben, Leben in anderen Dimensionen. Also hier bekomme ich herein, dass du sehr, sehr viel geschützt bist. Ja, das sehen wir hier schon auch mit den Engeln. Also ich sehe sehr, sehr viel Schutz auf alle Fälle. Du erkennst aber auch das Wesentliche im Leben. Fortschritt. Fortschritt eines neuen Lebenszyklus. Und irgendwie springst du in andere Dimensionen hinein. Ich habe so das Gefühl, da haben wir wieder, und das ist auch interessant, ne? Wir haben ja hier ein Zepter und hier ein Zepter, einen Stab, und du hältst aber auch einen Stab in der Hand. Ne? Das könnte das Ast der Stäbe sogar sein. Ne? Das heißt, du kreierst, du erschaffst etwas, du bringst etwas auch zum Erblühen. Etwas nährt sich oder du nährst dich. Also hier kommt ein nährendes Gefühl. Also hier wird sich etwas nähren. Ich spüre auch beim Spiegel, dass dich jemand in der Vergangenheit sehr, sehr stark reflektiert hat. Und da muss ich schon gähnen. Na, sieh da an. Ja, also für alle, die neu dazuschalten, ich bin nicht müde, sondern ich lasse es los. Viele von euch lassen jetzt los, viele von euch erschaffen jetzt das Neue und möchten das Alte loslassen. Es geht um einen alten Zyklus. Dann schaut euch auf alle Fälle das Video an,
Du öffnest ein komplett neues Kapitel in deinen Lebenszyklus oder du öffnest ein neues Kapitel in deinen Lebenszyklus, so irgendwie. Also hier anderer Leben und frühere Leben. So, was ist der Unterschied zwischen andere Leben und frühere Leben? Für mich sind frühere Leben in der Vergangenheit, also sprich jede Inkarnation. Andere Leben geht es mir darum, dass du hier in anderen Dimensionen hineinspringst oder in andere Lebensdimensionen, parallel, ne? Das können Träume sein, das können deine Gedanken sein, ne? Deine andere Leben, das heißt außerhalb dieses physischen Körpers, ne? Das frühere Leben ist für mich physisch, ne? Ein physischer Körper, mit dem du die Welt entdeckt hast, und andere Leben ist, was dein Geist entdeckt, was deine Seele entdeckt, während du auf der Erde hier verweilst. Und deine Seele kann ja immer mal reisen, wohin sie möchte. Und der Sinn und Zweck ist es, dass die Seele, Körper, Geist in Einklang ist, beziehungsweise eins wird. Und da springst du mir ein bisschen in andere Dimensionen hinein. Und ich habe so das Gefühl, dass du hier jemand bist, der mit verstorbenen Wesen auch kommunizieren kann, sprechen kann. So, dann haben wir hier Mars-Energie. Wow, ja, da wird es feurig. Das passt auch wieder gut zu dem Stab dazu. Also hier kommt dieses Machen, Tun, Erschaffen, dieses Kraft, Dynamik. Also du kommst definitiv wieder in deine Urkraft hinein. Das ist das, was ich bei euch spüre. Dann haben wir hier, ja, die Überfahrt, das ist auch interessant. Wir haben hier andere Leben, frühere Leben, und hier haben wir die Überfahrt. Also ich, lustig, ne? Also es könnte tatsächlich sein, dass hier jemand Zeitreisen kann, ja? Also mir hat das jemand vorausgesagt, dass ich in andere Zeiten hineinreise. Und ich habe es euch schon, ich weiß, also so oft habe ich es nicht erzählt, aber was passt jetzt sehr, sehr gut hinein. Mir ist das schon mehrmals passiert, dass ich Zeit gereist bin, ohne dass ich es gewusst habe und gespürt habe am Anfang, und ich befand mich dann wirklich irgendwo, ne? So. Und einmal oder die letzten paar Male war es dann eher schon bewusst. Da ist eine Frau hinter mir gegangen, und es war wirklich eine Gerade. Es war keine Kurve, wo ich mal verschwinden habe können, sondern wirklich gerade. Und sie sagt, ich bin auf einmal weg gewesen. Also sie hat mich nicht mehr gesehen. Also wie wenn ich mich aufgelöst hätte, so ein paar Meter vor ihr. Und auch Nettie löste sich dann quasi auf. Und dann ein paar Schritte davor, das war sehr interessant, weil anscheinend habe ich nichts mitbekommen, weil sie gedacht hat, na, irgendwo wirst du schon hingehen oder wirst schon hingekommen sein, ne? Und ich bin dann tatsächlich einige Schritte ab dem Zeitpunkt, also ich bin dann in dem Häuschen, also da kennt man sich. Ich zeige euch mal, vielleicht mache ich mal ein Foto, dann zeige ich das euch. Es ist sicher so 20 Meter. Von dem, wo ich verschwunden war, bis davor hat sie mich nicht gesehen, ne? Und dann war ich wieder da oder sichtbar für sie auch, ne? Und dann hat sie gesagt, du, ich muss dich jetzt was sagen, du warst jetzt weg, ich konnte dich nicht sehen, wo warst du, ne? Und für mich ist das echt immer wieder mal interessant, weil ich das selbst immer mehr merke. Und nicht nur in den Träumen, sondern ich sitze da und auf einmal ist eine ganz andere Ära da um mich rundherum. Sehr spannend. Also es kann ein Vorleben sein, und auch es ist auch so ein Stück weit die Zukunft, was ich hier sehe. Ja? Und das ist schon crazy und auch für mich noch sehr, sehr neu oder relativ neu. Und das ist extreme Übungssache. Das ist nichts, was von heute auf morgen geht. Also Kinder, die jetzt immer mehr auf die Welt kommen, die können das wahrscheinlich im A und F und blind. Für mich ist das schon Übungssache, weil es noch wichtig ist, dass man gut geerdet ist, dass man natürlich auch wieder in das Hier und Jetzt zurückkommt.
Also das ist echt interessant und das passiert mir jetzt immer öfters. Also ich wäre wahrscheinlich hier auch in der Reisegruppe drinnen, dass dir das und oder dir kann das auch passieren, dass ich hier erzählt habe, dass es auch dir passiert. Dann schreib es unten in den Kommentaren, dann bin ich nicht alleine mit dieser Crazy. Ja, aber es ist lustig. Ja, mir hat das schon vor Jahren, Kurt ist ein ganz lieber Freund. Er hat mir das schon sehr, sehr viele Jahre vorausgesagt, dass das bei mir kommen wird, weil ich sehr, sehr weit bin von der Entwicklung und sehr weise. Also auch hier die Intitation, also hier auch die Überfahrt. Also die Überfahrt in ein anderes Leben, in eine andere Zeit, in deine Heilung, wo auch immer deine Überfahrt stattfindet. Es könnte oder der Weg ist sehr holprig, da brauchst du ganz viel Mut. Da komme ich herein und wenn ich mir diese Zeichen hier anschaue, da ist ein sehr schmaler Weg und das Tor, ne? Also das Tor alleine ist schon sehr mächtig, sehr stark im positiven Sinne. Also da brauchst du mal sehr, sehr viel Mut und da ist genau die dünnste Stelle, ne? Seht ihr das? Und wenn du da hineingehst, ne, dann kann es sein, schwupps, und du bist in einer anderen Zeit. Ne, da, also das würde dann, du würdest du gar nicht sehen. Ne? Also das heißt, du gehst da rein und dann bist du schon in eine andere Ära. So nehme ich das wahr. Also sehr interessant. Dann haben wir hier das Glücksrad. Yay, das Glücksrad. Glück und richtiges Timing. Ja, klar, bei diesen Dingen, braucht man auch das richtige Timing und auch Glück. Und hier kommt das Glück, hier kommt dein Glück. Und auch wieder die Sonne. Also ich nehme auch die Sonne sehr, sehr stark wahr. Also ich fühle die Sonne sehr stark bei euch. Und dann haben wir auch noch in den Himmel geschrieben. Okay, also hier kommen Zeichen von Himmel, sehe ich gerade, weil ich sehe hier Runen. Ne? Hier. Du wirst vom Himmel Zeichen bekommen, die dein Schicksal verändern wird. Oder du veränderst dein Schicksal selbst. Beides ist möglich. Also hier wirst du etwas, was vom Himmel kommt oder was niedergeschrieben ist in deiner Akasha-Chronik, in deinem Sein, in deinem Wirken wird jetzt niedergeschrieben oder das, was niedergeschrieben ist, kommt jetzt zu dir. Also etwas, was dir entweder schon jemand mal erzählt hat, gesagt hat, kommt jetzt zu dir oder fließt jetzt auch zu dir. Schon mal interessante Botschaft, ne? Also schon sehr viel Information in diesen 18 Minuten. Und jetzt kommen wir zu den einzelnen Stapeln. Ich fange mit diesem Stapel an und gehe dann zu diesem Stapel weiter. So, was haben wir hier? Die Union des Joy. Wow, sehr gutes Timing. Das würde wieder mit der Überschrift auch sehr gut passen. Ich lege es mal auf, weil ich weiß auch nicht, was da drin ist. Yin Yang wundert mich nicht. Also und ich sage zu so die Sonne, ne? Also die Sonne könnte jetzt wichtig sein für alle, die hier dazu schauen. Wow, oh mein Gott, oh mein Gott. Dein magischer Spiegel möchte dir einen Herrn oder eine Dame zu dir schicken mit ganz viel Liebe, Kommunikation und Austausch. Dann innere Heilung, Liebe, Schönheit. Okay, also hier findet dich jemand sehr attraktiv. Und die Lichtpriesterin und offen wie der Lotus. Wow. Wir fangen mit der himmlischen Brücke an. Also hier in der himmlischen Brücke passiert etwas oder ein Übergang, denn wir haben wieder die Sonne. Wir sehen ja aber auch so wie eine Kristallkugel oder die Sonne ist wie eine Kristallkugel, wo man jetzt hinaufwandert und Chance zur Vereinigung. Also hier werden sich zwei Menschen oder mindestens zwei Menschen einig auf etwas.
Es könnte auch so wieder wie ein Spiegel, ein Portal sein. Das haben wir schon einmal, zweimal hier. Du hast es auch da drinnen. Also es ist wie ein magisches Tor. Vielleicht hast du noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stufen. 8 Stufen vor dir, die du dann noch gehen darfst, bevor du dann in diese neue Ära eintauchst. Das kann schon sein. Ja, hier verändert sich deine Energie. Aber weil sich deine Energie verändert, vielleicht eine andere hast du, bekommst du eine andere Einstellung zur Partnerschaft oder was generell Partnerschaft für dich ist, ne? So. Und das könnte jetzt dein Glück sein, weil du eine neue Einstellung dazu gewonnen hast. Was die Partnerschaft betrifft, was du möchtest, was du von einer Partnerschaft haben willst, das könnte sich jetzt bei dir auch verändern oder anfangen sich zu verändern. Ich nehme hier auch deine Lebensfreude, dass du hast immer abgewartet, du warst freundlich, du warst hilfsbereit, du warst liebevoll, ne? Zu allen anderen. Und du dachtest, das gibt's doch nicht. Alle lernen hier jemanden kennen, nur du nicht, ne? Und das hast du jetzt abgelegt, weil jeder seine Zeit hat, jeder hat seine Bestimmung. Es geht dir nicht, in einer Partnerschaft geht es ja nicht nur um dich, ne? So. Das ist einfach so. Es ist auch in einem Job, ne? Wenn du jetzt unbedingt in Firma A anfangen möchtest und da ist jetzt gerade kein Job frei, dann hat das ja nichts mit dir zu tun, ja, weil du nicht gut genug bist, sondern die Firma sucht jetzt niemanden. Und das gilt natürlich auch in der Liebe, wenn dein Gegenüber, ja, du bist Single und dein Gegenüber ist Single und wenn der keine Frau oder keinen Mann kennenlernen möchte, ja, oder du bist das, dann kann der andere brausen gehen. Ne? Wenn du sagst, nee, du willst nicht, dann willst du nicht. Und dann kann man dich auch wahrscheinlich nicht zwingen. Und das ist gut, dass man dich nicht zwingen kann, weil es braucht deine innere Bereitschaft und deine äußere Bereitschaft, in eine Partnerschaft zu gehen. Und da sehe ich jetzt die Chance, weil hier kommt nochmal die Katzenraupe. Die fällt oder fällt in letzter Zeit ziemlich oft die Katzenraupe, die Chance. Also hier bekommst du eine Chance vom Universum. Die Zahl 4 könnte für dich interessant sein. Wir haben hier die Zahl 4 drinnen, hier die Zahl 4, hier die Zahl 4. Also und hier auch die Zahl 4. Also 4 könnte eine wichtige Zahl für dich sein. Das kann jetzt der 4.9. gewesen oder sein bei dir. Das kann oder der noch kommt, der 4.9. Das kann sein der 4.10., der 4.11., der 4.12. Also die Zahl 4 oder der vierte Tag in der Woche, ne, das wäre dann der Donnerstag. Also so könnt ihr das dann schauen oder vielleicht hat jemand 3 Vierer in der Nummertafel drinnen. Auch das kann sein. Das kann auch etwas für dich ein Hinweis sein. Und dann haben wir eben diese sehr gute Zeit. Also hier kommt eine sehr, sehr gute Zeit. Das Leben ist viel zu kurz für Verstrickungen, für Missverständnissen. Hier geht es um glückliche Zeit, eine liebevolle Zeit. Du sollst das Leben genießen, du sollst das Leben umarmen. Das ist auch wieder wie bei Joy. Also eine sehr, sehr gute Zeit kommt auf dich zu. Und ich nehme dir auch wahr, dass du wieder dein Leben versüßen wirst oder du wirst dir dein Leben wieder mehr versüßen. Du wirst es dir nicht mies machen, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann ist dein Zeitpunkt da. Und du bist auch hier, oder der Spiegel verratet mir auch, dass du hier in deine absolute Wertschätzung hineingekommen bist. Vielleicht hast du im Sommer sehr, sehr, sehr stark daran gearbeitet, dass du ja, vielleicht hast du sehr, sehr stark an dir gearbeitet, dass du in deine Wertschätzung kommst. Aber im Sommer hast du irgendetwas gemacht oder getan,
was mit Wertschätzung zu tun hat. Vielleicht hat sich auch deine Einstellung zu einer Partnerschaft verändert. Oder du hast die Chance im Sommer ergriffen und mehr in die Wertschätzung zu kommen. Und ich höre das bei sehr, sehr, sehr vielen meiner Klientinnen und Klienten. Sobald sich meine Klienten einen Termin bei mir vereinbaren, verändert sich schon der Lauf des Lebens, ne? Also ich habe da einige, die auf Jobsuche waren, die haben einen Termin bei uns ausgemacht und dann haben sie geschrieben, das gibt's doch nicht. Ich habe mich entschlossen, bei dir einen Termin zu holen und jetzt kriege ich einen Job. Ja? Oder ich habe die Liebe meines Lebens kennengelernt. Und das ist bei mir so, wenn du deinen Termin anfängst schon zu anzufragen und den Termin natürlich bestätigst. Und dann fängt das schon an. Und wenn du dann einbezahlt hast, quasi, das ist Wahnsinn, was ich da höre. Das ist so, wow, ich freue mich dermaßen mit. Und genau das sind Energien. Wenn man sich mal entschließt, ja, und meine Energien, die schwingen eben sehr hoch und sehr fein. Und dann nehmt ihr das natürlich auch extrem wahr. Und das ist einer der wichtigsten Dinge überhaupt, dass sich etwas tut in eurem Leben, weil sonst braucht man ja eh nichts tun, ne? Also hier hast du definitiv im Sommer sehr, sehr, sehr hart an dir gearbeitet, im Thema Liebe, im Thema Partnerschaft, im Thema Auflösung, Karma, Ahnen etc. Ja, also wo diese Felder eben miteinander verknüpft waren, hast du das Feld gelernt zu öffnen. Und nun ist es frei oder du bist frei. Und Yin und Yang, ja, das sehe ich jetzt als Partnerschaftskarte, die Yin und Yang-Karte. Kommt jetzt jemand auf dich zu oder hier wird jemand auf dich zukommen in nächster Zeit. Die Zeitkarten habe ich hier liegen und da werden wir noch eine Zeitkarte ziehen. Also Yin Yang, also ich kriege schon jetzt Gänsehaut. Also hier wird sich etwas erfüllen, mit dem du absolut nicht gerechnet hast. Also hier ist wirklich ein Stapel der Liebe, der Herzenswärme. Also hier meldet sich eine Frau oder ein Mann bei euch. Und hier geht es um Versöhnung, Verzeihung, vielleicht auch ein Stück weit. Nicht, dass man sich nicht nur versöhnt. Das muss nicht immer sein, na, man versöhnt sich und dann kommt man zusammen. Es geht um die Versöhnung, damit man wieder einen Schritt weitergehen kann. Ja, das muss mit der Partner, mit diesen Menschen nichts mehr zu tun haben. Aber sobald man nämlich ein Feld gelöst hat, aufgearbeitet hat und dann entschuldigt man sich oder ist man bereit, in die Vergebung zu gehen und dann geht man vielleicht auch gegenseitig in die Vergebung und dann tut sich natürlich auch in der nächsten kommenden Zeit im Thema Liebe, Partnerschaft oder Beruf, Berufung natürlich etwas. Das ist ja auch logisch, ne? Dann haben wir bei dir offen wie der Lotus. Ja, du hast dich geöffnet der Wertschätzung der Partnerschaft. Du hast der eine Chance gegeben oder du hast der Verbindung eine Chance gegeben. Du hast die Lebensfreude in die Verbindung hineingebracht und hier auch die Vereinigung. Also hier kommt es zu einer Vereinigung. Hier trifft man sich. Hier trifft man sich hinter all diese Schleier, die davor waren. Die sind jetzt gelüftet. Hier ist mehr kein Schleier. Hier kommt nichts mehr, was euch blockiert. Hier ist nichts mehr, was euch auseinanderzerren kann. Hier ist alles, was ihr gelernt habt, habt ihr jetzt gelernt für euch und in eurer Partnerschaft. Und das ist eben sehr, sehr schön, weil hier eben diese Veränderung, diese Reife jetzt da ist. Also hier ist diese Offenbarung, die Reife da von beider Seiten, aber auch ich nehme ganz, ganz stark wahr von deiner Seite. Also du hast dich geöffnet. Und das möchte dir der magische Spiegel auch mitgeben. Ja, dann haben wir die Lichtpriesterin, galaktische Weisheit, kosmisches Ritual. Also vielleicht hast du auch Rituale gemacht. Ich sehe das aber eher nicht als Rituale, kann natürlich sein. Aber ich sehe das, dass du an dir gearbeitet hast, dass du hier an deinen Themen gearbeitet hast, dass du an deiner Wertschätzung gearbeitet hast, dass du einfach an dich oder an deinen Vorleben gearbeitet hast, weil vieles entsteht ja auch im Vorleben, es hat mit in dem Leben ja was auch nicht immer etwas zu tun schon,
Aber entstanden ist es im Vorleben, aber du hast es in diesem Leben mitbekommen, damit du auf das auflöst, ne? Ja, innere Heilung hast du ebenfalls, ne? Wo ist Heilung? Ja, hier, ne? Also du gehst definitiv mit dem magischen Spiegel in Resonanz. Also hier passiert Heilung im Herzen oder Herzheilung, ne? Interessant, dass es auch auf der Herzheilung liegt. Liebe und Schönheit, die Venus, ja, es geht hier um Liebe. Also ist der magische Spiegel auf Thema Liebe eingestellt, okay? Also der Liebeskompass oder der Liebespiegel. Wir schauen jetzt mal auf die Zeit. Wann ist diese Person oder für alle, die diesen Stapel gewählt haben, bereit, okay? Das fällt jetzt zum Schicksal, okay? Also das heißt, hier wird das Schicksal entscheiden. Ja, das ist schon mal sehr interessant hier. Ja, successful August in a few months. Also in ein paar, also frühestens hat es schon begonnen im August. Also vielleicht hast du im August jemanden kennengelernt und wir reden über diese Person, das kann sein. Oder du lernst die noch im späten August kennen oder Ende August kennen. In ein paar Monaten könnte es für manchen sein, also ab August bis zu ein paar Monaten. Ich sag mal bis Dezember spüre ich hier. Und dann kommt eine successful time. Also hier kommt eine erfolgreiche Zeit auf dich zu im Thema Liebe. Entweder bist du gerade mittendrin in deiner Wertschätzung oder du sollst dir das jetzt beherzigen, dir anschauen, damit das Feld aufgeht. Ja, das kann jetzt auch ein Hinweis an dich sein, dass du dir das anschaust, dass du an dem arbeitest. Ne? Also sehr tolle Karten, also zeitnah, ne, würde ich mal sagen. Und hier haben wir noch, die unterste Karte war Februar. Also hier könnte es sich auch um den Februar handeln. So, die gehen wir wieder zurück und dann schauen wir weiter. Was kommt denn als nächstes auf euch zu? So, da brauche ich jetzt keine Klärungskarten, denn die Karten haben sich echt von selbst erklärt. So. Die gehen wir mal zur Seite und dann kommen wir zum Stapel B oder zum zweiten Stapel. So, Dankbarkeit. Ja, du bist dankbar für etwas oder jemanden. Also hier kommt eine sehr dankbare Zeit auf dich zu oder du bist ein sehr dankbarer Mensch, auch ein Neubeginn, 3 und 7 ist 10. Hier haben wir auch das magische Schwert oder das Ass der Schwerter. Auf den eigenen Zauber vertrauen, Schwert des Magiers. Hier nehme ich sehr, sehr stark wahr, dass du alle Feuer, Wasser, Luft und Erde in dir integriert hast. Und dass du wieder auf dein Vertrauen achten sollst oder dass du mehr wieder in dein Vertrauen gehen darfst. Es geht um Lösungen, also du wirst eine Lösung finden, sagt mir der magische Spiegel. Die Lösung auf deine Frage, hier kommt etwas oder jemand in dein Leben. Ja, du hast alle Elemente in dir vereint. Das ist das, was ich sehe. Und das mit Dankbarkeit auch angenommen. Ja? Wir haben hier den Tieftaucher oder die Tieftaucherin, sich eine Aufgabe versenken. Also das heißt, du warst sehr fleißig, du warst sehr vertieft mit deiner Aufgabe, du warst sehr lehrreich. Du hast sehr lehrreich an dir gearbeitet und was mir jetzt wieder auch auffallen tut, ne, also die Zehnerkarten liegen beieinander, 3 und 7 ist 10,
Ja, und da haben wir die 10. Also hier gibt es einen Neubeginn und bei dir könnte der Oktober eine größere Rolle spielen. Der Oktober und die Zahl 5. Also hier könnte der Mai, Oktober und Mai könnte für dich ein Hinweis sein. Dann haben wir das Mondmädchen. Auch interessant. Hier wieder, hier öffnet sich wieder etwas. Ne? Du bist zwar jetzt noch in der Dunkelheit, aber schau mal, wie hell du schon erleuchtet bist. Ne? Also wie hell du schon bist, ne? Gegenüber dieser Dunkelheit hier. Und hier könnte der Vollmond im Monat Oktober oder im Mai sehr ausschlaggebend sein bei dir. Wow, du hast deine Strategie verändert. Du hast hier, vielleicht warst du lange auf der Suche nach deinem Seelenvertrag, nach deinem Vertrag. Wenn du noch auf der Suche bist nach deinem Seelenvertrag, du kannst dich sehr, sehr gerne an mich wenden und wir schauen gemeinsam hinein, was steht in deinem Seelenvertrag geschrieben, was hast du dir in diesem Leben mitgenommen, zu lernen, zu erfahren. Und hier verändert sich eine Strategie. Vielleicht weil du deinen Seelenvertrag jetzt kennst, weil du jetzt mutiger geworden bist und jetzt einen Schritt auf den nächsten machen kannst, weil du eben weißt, was in deinem Seelenvertrag drinnen ist und fangst jetzt die Dinge an aufzuarbeiten. Ja. Dann haben wir das Füllhorn. Also hier kommt das Füllhorn. Also hier schüttet sich das Füllhorn aus oder hier breitet sich das Füllhorn aus bei dir. Fülle kann dermaßen viel sein. Ja, also bei Fülle, das muss nicht immer Geld und Nahrung sein. Fülle kann all das sein, was du unter Fülle verstehst. Ja, das sieht jeder anders. Da lasse ich eure Kreativität. Dann haben wir hier das Schicksalskreuz. Wow, das ist jetzt so spannend, meine Lieben, weil ich habe hier das Gefühl, du schaust direkt in den magischen Spiegel hinein. Du blickst in den magischen Spiegel hinein, du nützt das Schicksal dir. Du sagst, hallo, Schicksal, da bin ich. Ich habe das Glück verdient, ja, ich habe die Fülle verdient, ich habe den Wohlstand verdient. Ich habe alle Wertschätzung verdient, weil ich wertschätzend bin. Und ich sehe, dass hier in der kurzen Zeit, also ihr könntet das noch August, September, könnte jetzt für dich auch ein Hinweis sein. August, September, Oktober, November. Wobei ich November gar nicht spüre bei euch. Eher August, September, Oktober sehe ich hier, wird sich deine Zeit verbessern. Also hier wird etwas, was vorher noch nicht da war, oder vielleicht die Fülle noch nicht da war, wird sich jetzt spätestens da in dieser Zeit wird sich deine Fülle verändern. Und das Thema Glück in allen Bereichen. Also die Sonne ist auch die größte Glückskarte hier. Und ich sehe hier auch jemanden, der hier auch bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich sehe hier ganz, ganz klar, dass du das bist, weil ich sehe hier niemand anderen, sondern es ist wirklich für dich bestimmt, auch wenn du für jemand anderen schaust, probierst du von dieser Transformation von deinem Gegenüber profitieren. Ich kriege Gänsehaut, meine Lieben. Wow, der magische Spiegel, eine wundervolle Legung hier. Ja, dann der Steinbock, die Schäfin und die Kämpferische. Ja, hier könnte es sich um einen Steinbock oder um einen Widder handeln. Ja, vielleicht hast du das in deiner Chart drinnen. Oder was sehe ich hier, Erde und Feuer. Also hier sehe ich sehr, sehr viel Erde, Feuer, Wasser, Luft. Ne? Das Schwert, das steht ja für das Luftzeichen. Und hier, das haben wir das Wasser, ne? Oder das Element Wasser ist auch hier vereint. Du bist vielleicht eine Kämpfernatur, vielleicht musstest du sehr, sehr viel kämpfen um etwas oder jemanden. Vielleicht war dein Leben mit Kampf, vorprogrammiert. Vielleicht musstest du für etwas sehr, sehr hart kämpfen.
Aber das Schicksal ist jetzt an deiner Seite und das Schicksal sagt, hey, ich meine es gut mit dir, ich möchte dir das Glück reichen, sozusagen, und nimm auch das Glück an. Lass es nicht vorüberziehen, sondern nutze die Chance von August bis Oktober. Nütze diese Chance, weil hier ist eine extreme Chance für dich da. Also hier wird sich die Chance in dein Leben absolut ins Positive transferieren. Dann haben wir die Insel der Wunder, Offenbarung, Lehre und Entdeckung. Dann haben wir Ekstase, Glückseligkeit, Glaube, der Sprung. Und dann haben wir die Elfenenergie, Wachstum, Weite und Aufblühen. Also hier spricht auch etwas oder etwas vom Aufblühen. Ne? Wir haben dann Lotus im ersten Stapel gehabt. Und jetzt haben wir die gute Fee, wieder mit dem Zepter in der Hand. Also hier kommt jemand und möchte euer Leben transferieren, so. Umsetzen. Ja, du setzt etwas um oder du wirst etwas umsetzen, was dich glücklich macht. Ja, und Insel der Wunder. Mich wundert es nicht, ne? Und ich werde das wahrscheinlich auch den magischen Spiegel nennen. Und was mir sehr stark auffällt, schaut euch bitte das Video Wunder an. Da könntet ihr auch in Resonanz gehen. Also Wunder, das Video Wunder. Und dann haben wir der Sprung, Ekstase, und du springst jetzt, du glaubst an dich, du glaubst an das, was jetzt für dich wichtig ist, du glaubst jetzt an deine Fortschritte, du glaubst jetzt an deine Magie, du glaubst jetzt, dass etwas in deinem Leben sich verbessern wird, du glaubst, dass du das Schicksal jetzt selber in der Hand hast, du hast es in der Hand, du erschaffst und kreierst etwas aus dir heraus. Und das ist magisch und das ist absolut wow, wow, wow. Du traust dich jetzt nämlich springen. Wo du dich lange, vielleicht lange Zeit nicht springen hast getraut, traust du dich jetzt springen. Du wirst dich jetzt wieder springen trauen. Du nimmst auch dein Leben in die Hand und du nimmst nicht nur dein Leben wieder in die Hand, du nimmst es erfolgreich. Du nimmst es besser denn je in die Hand. Also hier nehme ich wirklich das Gefühl wahr, hier wirst du etwas verbessern, hier wirst du etwas neu erschaffen, hier wirst du ja etwas, den Kampf, ich spüre, dass du den Kampf niederlegen wirst. So, eine Karte, gut. Ah, Futur, ja, hier ist auch, was ich hier auch spüre, ist, dass die dass hier Fortuna die Finger im Spiel hat. So, dann fangen wir mal an. Und die Zukunft ist noch ungewiss. Na, da hat sich eine umgedreht. Die Zukunft, ne, also hier könnte auch, das heißt, deine Zukunft, das weißt du noch nicht. Wahrscheinlich kommt das erst auf dich zu. Das ist, was ich hier reinbekomme auch mit dem. Jawohl, ups, 2, 3, okay. Das ist jetzt spannend. Das ist crazy. Das ist crazy. Oh mein Gott. Das ist in der untersten Kartendeck gewesen im Stapel 1. Das war im Stapel 1 ganz unten. Drunter. So. Diese Karte ist ebenfalls im Stapel 1 herausgekommen. Also Leute, schaut euch auf alle Fälle Stapel 1 auch an. Also hier kommt es zu einer Transformation in der Superlative. Also hier kommt eine erfolgreiche Zeit auf euch zu.
in ein paar Monaten, spätestens bis Februar. Also das ist crazy. Leute, also diese zwei Stapeln gehört zusammen. Ich glaube, ganz ehrlich, hier sehe ich jetzt nicht viel Liebe. Hier sehe ich Weiterentwicklung, hier sehe ich Begabungen, hier sehe ich Talente, hier sehe ich finanzielle, materielle in die Stabilität kommen. Hier sehe ich, dass dein etwas, was du gemacht hast, aufblüht bzw. in den Wachstum geht. Etwas, was du gemacht hast, geht jetzt in den Wachstum, etwas öffnet sich. Ja? Also hier kriege ich das so herein, dass das jetzt 1 und 2 so zusammengehört. Ich werde jetzt nur noch da noch ein paar Karten ziehen. Wow, das Liebesglück und Umwerben hat sich gezeigt. Dann schauen wir mal. Ja, Stapel 1 und 2, glaube ich, ganz, ganz stark, dass hier zusammengehört. Bekomme ich noch hier einen Hinweis für euch? Ja, die Blockaden enden. Jetzt ist eine Zeit. Ja, schaut mal, wie das passt. Umwege, Blockaden, all das geht jetzt raus. Hier verschwindet etwas und hier ist der Stapel des Beruflichen. Irgendetwas hat sich so gewunden. Irgendetwas ist so zart dahingegangen, so steirisch gesagt. Ich weiß, das mögen viele nicht, wenn ich in meinem steirischen Dialekt spreche. Aber ich liebe es, weil es ist mein Dialekt und den lasse ich mir auch nicht nehmen. Nur zur Info für jemand, der wieder so schreibt. Ne? Meistens sind es eh die Männer, die da schreiben. Also hier auch, lasst es euch einfach nicht nehmen. Und hier kommt auch jemand. Hier, das geht raus, die Umwege gehen raus, die Blockaden gingen raus. Ne? Das geht weg, die Schlange schaut in den Berg hinein. Also das heißt, die Schlange beißt sich in den Stein hinein. Ne? Also sehr gut, das gefällt mir gut. Ja. Ja, und was ist im untersten Kartendeck? Die Sterne. Nein, ich habe sie richtig so. Also hier, die Sterne sind jetzt goldrichtig. Also hier, du bist auf einem erfolgreichen Ast, meine Lieben. Ja, Blockaden, Umwege, Verkompliziertheit. Ich bekomme hier rein... Es muss da irgendetwas ist in deinem Leben so kompliziert gewesen, dass du gedacht hast, das gibt's doch nicht. Ne? Warum ist das in deinem Leben so dermaßen kompliziert? Und das schau dir bitte an, weil da könnte vielleicht noch ein Karma darin stecken. Also vielleicht könnte da hier der magische Spiegel dir aufmerksam machen, dass hier eben ein karmisches, bevor das dein Glück kommen kann, dass du vielleicht noch eine Karma-Auflösung machen darfst, ne? Oder in die Heilung gehen darfst. Also solltest du hier etwas auflösen wollen, dann kannst du dich sehr gerne an uns wenden. Ich möchte euch noch kurz einen Hinweis geben. Ich habe nur mehr, zwei haben jetzt abgesagt von dem Jahresreading, aber ich habe noch fünf, also jetzt sind noch fünf Plätze für das Jahresreading frei. Ich habe gesagt 22, ne? Das ist mein Ziel, ne? 22 große Jahresreading. Da mache ich wirklich ein großes Reading, was ich aufnehme und ihr kriegt es dann als Video, Monat für Monat, also 12 Videos bekommt ihr hier, jeden Monat ein Video von insgesamt 20 Minuten bekommt ihr von mir. Und wenn du da noch dich anmelden möchtest oder gerne ein Jahresreading gerne hättest, dann schreib bitte mein Team an und ihr werdet sehr, sehr schnell auch informiert oder ihr kriegt auch die Antworten von meinem Team. Und ja, alle Informationen auch dazu zum Jahresreading. Aber ich möchte es nur dazu sagen, weil voriges Jahr war ich, glaube ich, im September, Oktober hatte ich mir kein einziges Jahresreading mehr. Das war weg. Ne? Und die jetzt voriges Jahr ein Jahresreading gebucht haben, die haben heuer wieder ein Jahresreading gebucht. Ne? Und wie gesagt, es sind nur jetzt zwei oder drei haben abgesagt, das weiß ich. Drum sind jetzt noch fünf Plätze, habe ich jetzt noch frei für das Jahresreading. Also solltest du dich interessieren, dann schreib bitte meinem Team an. Und ich wünsche euch jetzt vom ganzen, ganzen Herzen alles Liebe, alles Gute, Baba, tschüss!